So, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie man ganz einfach Holzfehler im Massivholz ausbessern kann. So, als erstes haben wir hier die Druckstellen. Ich denke, die kennt jeder, der mit Massivholz arbeitet. Das passiert ganz schnell, fliegt mal ein Hammer irgendwo rauf, dann zack, ist schon eine Druckstelle dran. So, aber wie bekommt man die Druckstelle jetzt ganz einfach und schnell wieder aus dem Holz heraus? So, die einfachste Möglichkeit, Druckstellen aus dem Holz zu bekommen, sind die Druckstellen einfach nass zu machen. Dazu nimmt man einfach ein bisschen Wasser und gibt diese auf die Druckstelle. So, wenn man das Wasser nur so hinaufgibt, dann dauert das natürlich etwas. Doch wenn man möchte, dass es ein bisschen schneller geht, dann gibt es einfach einen ganz einfachen Trick. Und zwar nimmt man einfach einen Lumpen, macht den feucht, legt den schön auf die Druckstelle aus und dann nimmt man ein Bügeleisen. Und bügelt dann einfach den nassen Fetzen über das Holz. Einfach ein paar Mal rüber gehen. Ja. So, hat man dies ein paar Mal gemacht, dann sieht man schon, dass die Druckstellen schon fast verschwunden sind. Also die sind hier nur noch ganz minimal. Und da nimmt man jetzt einfach einen Schleifer und schleift drüber und dann ist die Druckstelle weg. So, und wie man nun hier sieht, oder auch nicht, sind die Druckstellen weg. So, ein weiterer sehr häufiger Holzfehler sind gerissene Äste. Diese kann man aber sehr einfach ausbessern. So, am einfachsten bessert man diesen Holzfehler hier mit Holzkit aus. Den gibt es in allen verschiedenen Holzsorten und Farben. Den nimmt man einfach hier ein bisschen was in der richtigen Holzsorte auf das Stemmeisen und drückt dieses dann in den Riss hinein. So, dann lasst man das kurz trocknen. Wenn das trocken ist, einfach wieder drüber schleifen. So, und der Riss ist versiegelt. Das ist zwar jetzt nicht die passende Farbe, aber so geht's. So, was macht man aber, wenn der Ast nicht gerissen ist, sondern ein ganzes Stück vom Ast fehlen oder einfach ein unschöner Ast oder unschöner Holzwuchs in eurem Brett ist? Auch hierfür gibt es eine sehr simple Lösung. So, und zwar hierfür gibt es solche Aststoppel. Die gibt es auch in jedem Baumarkt, in allen verschiedenen Größen und Holzarten zu kaufen. Das sind im Prinzip einfach solche Holzäste in der jeweiligen Holzart. Und diese werden dann einfach, da wird dann einfach ein Loch gebohrt und diese werden dann eingeleimt. So kann man solche Fehler ganz einfach ausbessern. So, zum Beispiel hier dieser Ast sieht nicht gerade schön aus. Und da nehmen wir dann einfach seinen Holzstoppel hier. Der hat 20 mm und dann nimmt man einfach einen 20 mm Forstnerbohrer und bohrt dann diesen Ast auf. So, ist dann das Loch im Holz, nimmt man sich einfach ein bisschen Leim, nimmt sich dann diesen Aststoppel und leimt diesen dann einfach ein. So, und auch hier wieder einfach wieder ein bisschen verschleifen. Dann
dann hat man auch, also, dann hat man auch diesen Holzfehler ausgebessert. So, dann haben wir noch einen sehr bekannten Holzfehler, und zwar ist das die Harzgalle. Die Harzgalle kommt eigentlich in allen Nadelhölzern immer wieder mal vor, und auch hierfür gibt es eine einfache Methode, um diese auszubessern. Übrigens kann man das auch machen, wenn zum Beispiel man ein Brett hat und da geht ein Riss durch, kann man dann einfach hier solche, ich nenne sie mal Fischels, die gibt es auch im Baumarkt zu kaufen. Diese kann man dann zum Beispiel in die Harzgalle oder in den Riss einfräsen und einleimen, und dann wird das Holz daran gehindert zu reißen und eben die Harzgalle ist dann weg. Gibt es auch wieder in allen verschiedenen Holzarten, wie man es gerade braucht. So, hierfür benötigt man allerdings ein bestimmtes Werkzeug, und zwar ist das eine Nutscheibe für die Flachdiebelfräse. Hier sieht man sie, das ist eine alte Lamellofräse, und hier gibt es dann solche Nutscheiben, die eine keilförmige Nut in das Holz fräsen, wo in diese dann die sogenannten Fischels hineinpassen. So, wie ihr hier nun seht, hat die Lamellofräse hier eine V-förmige Nut eingefräst. So, und hier leimen wir nun einfach unseren Harzgallenflicker, so heißt er nochmal richtig, ein. Einfach wieder Leim hinein. Und dann einfach eindrücken. Man könnte hier auch noch eine Zwinge ansetzen und dann trocknen lassen. So, wenn die ganze Geschichte dann getrocknet ist, je nachdem wie viel es übersteht, wird es dann einfach plan gehobelt und dann wieder drüber geschliffen. So, und dann haben wir nun auch diesen Holzfehler perfekt ausgebessert. So, das war nur ein sehr kurzes Video, einfach mal um zu zeigen, wie man die Holzfehler sehr einfach und schnell ausbessern kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kurze Video. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!